Fan, solange er denken kann. Er sagt, es ist Land in Sicht im Erzgebirge. Moin, Glückwunsch zum Punkt. Ne? Dankeschön. Ja. Auch. Morgen. Meine Seele kocht nicht. Also ich bin sehr optimistisch natürlich. Nach so einer Niederlage in zu Hause gegen Wiesbaden muss man da auch mit einem Punkt gewinnen. Und wir haben 0 gespielt, das ist auch ein Erfolg. Es war kein Befreiungsschlag, aber dieses 0:0 beim Aufstiegsaspiranten in Saarbrücken macht Mut. Torhüter Philipp Klevin, der zuletzt 5 Tore bekam gegen Wiesbaden, verrät den Matchplan. Stabilität hat das Oberthema. Und ja, ein bisschen tiefer zu stehen gegen einen Gegner, der halt auch schon gezeigt hat, dass er ein bisschen kicken kann. Und das war eigentlich der Matchplan, ganz simpel, gar nichts Verrücktes. Und so sieht sie aus, die neue defensive Stabilität der in weiß gekleideten Auer. Sie empfingen Saarbrücken an der Mittellinie, standen kompakt, waren wach und zumeist nah dran an den Gegenspielern. Alles gelang nicht sofort. Die Flanke, die kann Burger sicher besser verteidigen. Aber im 16er waren die Auer wieder hellwach, schalteten schnell um und erspielten sich Möglichkeiten. Verhaltensauffällig im positiven Sinne gestern Lenja Stremski von Bayern München ausgeliehen. Der Abschluss sicher ausbaufähig. Heute beim Auslaufen wirkte das 21-jährige Sturmjuwel noch etwas müde, aber trotzdem recht selbstbewusst. Es ging halt einfach darum, eine Reaktion zu zeigen gegenüber dem letzten Spiel, dem 5-1 gegen Wiesbaden. Und da mussten wir eine Reaktion zeigen. Und deswegen war es wichtig, jetzt direkt einmal zu zeigen, was Sache ist. Und trotzdem war nicht alles gut. Das Umschalten klappte in Phasen nahezu perfekt. Was Aue fehlte, waren die Tore. Jastremski hatte die größte Chance und ließ sie liegen. Im letzten Moment ein Ball einen Tick zu weit vorgelegt. Ja, dann wollte ich den Torhüter tunneln. Hat gut reagiert. Im nächsten Spiel kriege ich vielleicht noch so eine Chance, dann mache ich die rein. Das ist eine Ansage. Das hieße nämlich, gegen Dynamo Dresden will Lenja Stremski sein erstes Auer Tor schießen, falls er den Ball bekommt. Dresden hatte ja gestern gegen Elversberg gepatzt. Beim 11-Platzierten läuft es alles andere als optimal. Die Mannschaft von Markus Anfang hat sich nochmal mächtig unter Druck gebracht vor dem so wichtigen Derby, was die Auer-Fans natürlich freut. Die können es kaum erwarten. Jetzt geht's natürlich, jetzt muss man die Vorbereitung treffen für Dynamo natürlich. Ne? Das hat eine Priorität. Das ist ja hier Sachsen. Das ist Und er soll es richten. Aues Trainer Timo Rost, ob er den Matchplan von Saarbrücken jetzt zum Maxim ausruft, das behält er für sich. Das Training heute war geheim.